mitten an Bahngleis festgefroren. Das klingt schon echt witzig, aber hinter jeder Schlagzeile verbirgt sich ja auch eine wahrhaftige Geschichte. Wildschwein klaut Bier, betrinkt sich und startet Prügelei mit einer Kuh. Japp! Das sind echte Schlagzeilen aus der echten Welt. Und ja, manchmal stimmt der Clickbait sogar. Auch der festgefrorene Kollege. Anfang 2023 ist nämlich wirklich jemand mit seinen Nüssen an eisigen Eisenbahnschienen hängen geblieben. Aber nicht irgendwer. Man rettet Waschbär aus misslicher Lage. Klingt jetzt nach einem Miyazaki-Film, aber war ein ganz echter schlechter Trip für unseren Meister Proppermarder. Aber wie passiert sowas? Setzt er sich hin und dann auf einmal so... Glücklicherweise haben wir aber dank eines Bahnmitarbeiters nicht nur das Video von dieser Situation, sondern auch ein besseres Ende als eine kostenlose Zugfahrt für den Waschbären. Little fella's safe. There's the rest of his nut here. Also, immer dran denken. Lieber nicht. Den Hodensack in kaltes Eisen hängen. Ist eine funny Story, ja, aber man muss sich ja auch vor Augen führen. Da sitzen Redakteure in ihren Büros, schreiben über sowas einen investigativen Bericht und dann bekommen die dafür Geld. Hoden an Bahngleis. Dafür krieg ich einen Pulitzerpreis. Trotzdem besser als die Bild. Keinem was getan, nichts passiert, keine Müller, mich Werbung und trotzdem meinen Klick bekommen. Und damit, hey Leute, ich bin's wieder. Das Schlagzeilen zu brutal findende Weichhörn aus dem Internet. Ich habe mehrere Tage lang die lustigsten, dümmsten und schlimmsten Überschriften aus dem Internet, Tageszeitungen und historischen Schrift zusammengesammelt, um sie euch heute zu zeigen. Warum? Tja. Weiß ich auch nicht. Manchmal ist es aber auch einfach nur unglücklich platzierte Werbung. Covid-Todeszahlen steigen auf 106. Get ready for party! Wein, yeah! Oder aber, die Story ist einfach blöd. Glory Holes Antrag abgelehnt. Uni Augsburg bekommt keine Sexlöcher. Ja, ihr habt richtig gehört, es gab einen Glory Hole Antrag an der Uni Augsburg. Ganz offiziell für 3 Bohrlöcher im Hörsaalzentrum. Zum Entspannen. Okay, was genau studiert man in Augsburg? Arsch! Das studentische Gremium hat eine Stunde darüber getagt, nur um am Ende dann darauf zu kommen, yo, war wahrscheinlich doch einfach nur ein Scherz. Vielleicht. Und dann gibt's ja solche Sachen. Frau fällt im Krankenhaus hin, soll Krankenwagen rufen. Hört sich dumm an, ist aber natürlich auch genauso passiert. Die 82-jährige Doreen Wallace war mit ihrem Sohn nämlich im Krankenhaus, um ihren Mann zu besuchen. Auf dem Weg raus ist sie dann hingefallen und hat sich die Hüfte in einem wunderbaren 1:3-Verhältnis durchgefaltet. Das tut weh, aber sie war ja schon im Krankenhaus. 2 Krankenschwestern sind also direkt zur Hilfe gekommen, um ihr dann hilfreich zu sagen, dass sie bitte einen Krankenwagen rufen soll. Im Krankenhaus. Doreen hat dann also 30 Minuten lang I've fallen. And I can't get up. Im Eingang gecosplayt und darauf gewartet, dass die Ersthelfer aus einem anderen Krankenhaus zu ihr kommen und sie versorgen. America. Das Land der unmöglichen Krankenversicherung. Da muss man dann aber der Überschrift ja zugutehalten, die hat delivered. Leider. Und um das direkt abzuhaken, feuchtfröhliches Wildschwein klaut Bier, betrinkt sich und fängt eine Schlägerei mit einer Kuh an. Ist auch so passiert, 2013 in Australien. In Down Under ist wirklich alles komplett drunter und drüber. Da hat sich einfach ein Schwein, wie auch immer, 18 Dosen Bier reingezogen und, naja. Und danach hat es dann, vollkommen logisch, eine Kuh genervt, bis sie das Schwein verprügeln wollte. Ist aber nichts bei passiert, Kuh und Schwein sind unversehrt geblieben, außer dass der laufende Speck am nächsten Tag wahrscheinlich einen ziemlichen Kater hatte. Und irgendwie habe ich bei der Überschrift auch damit gerechnet, dass das jetzt einfach nur ein liebevoller Beitrag zu der Situation in der Berliner S-Bahn ist, aber nein. Es ging wirklich um Tiere. Ich wurde mal nicht belogen? Von einem Online-Magazin? Heißt das, es gab wirklich so viele Single-Frauen in meiner Nähe und ich habe da nie drauf gedrückt? Frau will Apple Watch aus Plumps Klo holen und muss gerettet werden. Hey Leute, also ich bin so glücklich, dass hier wirklich die wichtigen Nachrichten der Welt festgehalten werden. Da war eben eine Frau in Michigan, hat ihre Smartwatch im Plumps Klo verloren und hat dann den Toilettentieftaucher gemacht. Und die Redakteure der Welt haben das auf X gesehen und sich gedacht, das müssen wir printen. Ein bisschen beeindruckt bin ich aber da irgendwie auch schon, ne? Das Loch vom Plumps Klo ist echt nicht so groß. Selbst die Apple Watch hat sich da schon Mühe gegeben, wirklich reinzufallen. Aber die wichtige Frage ist ja hier, hat sie ihre Apple Watch zurück? Jau! Und ist danach wahrscheinlich erstmal durch eine Waschstraße gelaufen. Mehrfach. Die Frau kann also froh sein, dass sie die wieder hat. So froh man eben sein kann, wenn man kopfüber in der engsten Toilette der Welt gesteckt hat. Astronautinnen verlieren versehentlich Werkzeugtasche im Weltall. Ach wirklich? Versehentlich also? Wenn man absichtlich was verliert, dann schmeißt man es weg. Man kann sein Kind verlieren oder zur Adoption freigeben, ja, es ist aber nicht das gleiche. Und hey, Alter, voll cool. Gegendert zum ersten Mal in der Zeitschrift. Und warum? Die doofe Frau verliert natürlich eine männliche Werkzeugtasche im Weltraum. Gut, aber die Tasche kreist jetzt einfach seit Anfang November 2023 auf ungefähr derselben Route wie die ISS um unsere Erde und verglüht dann irgendwann Mitte 2024 beim Eintritt in die Atmosphäre. In anderen Worten, das Teil ist wirklich lost. Und jetzt muss ich mal ganz kurz die Online highlighten, die das Ganze alliterarisch mit peinlicher Panne betitelten. Ja, ist klar, Alter.
Irgendeiner von der Sesamstraße fliegt vielleicht zum Mond, dann rasten alle aus, weil Weltall. Aber wenn wirklich mal jemand da oben ist und in ihrem crazy Spacesuit 7 Stunden was repariert und dann versehentlich mal das Werkzeug wegfliegt, peinliche Panne! Funny Side Note, wenn du weißt, wann und wo du hingucken musst, dann kannst du die Tasche mit einem sehr guten Fernglas sogar sehen. Wow! Ich meine, meine Socke habe ich nie wieder gesehen, nachdem ich sie verloren habe. In der Waschmaschine. Wie geht das? Portemonnaie zwischen Kinosesseln gefunden. Wow. Nach 23 Jahren. Ihr müsst das verstehen, in Hamm passiert sonst nicht viel. Manchmal wird ein Zug geteilt und es funktioniert sogar. Aber sonst ist nicht viel da los. In der Geldbörse steckt noch einige pfennige Pokémon-Sammelkarten und eine Pokémon-Figur. Der sicherste Ort für dein Glurak First Edition? Zwischen Kinositzen in Hamm. Oder in deinem neuen Zero-Kartenbinder, jetzt im Shop. Das Ding ist so alt, da war einfach eine Umrechnungskarte von D-Mark zu Euro drin. What? Oh Gott, ich bin so alt. Betrunkener Autofahrer flüchtet. Aha, blöd Kopf und kommt wegen Bier zurück. Ah! Ein Deutscher. Direkt Entschärfung, da ist nichts Schlimmes passiert. Der Dude hat zugegeben zu hart eingeparkt und ist dann weggelaufen. Aber dann kam der kleine Durst und dann ist er wieder zum Auto zurück, um sich noch ein Wegbier zu holen. Und dann? Dann hat er sich in einem Busch versteckt. Aber 2,3 Promille riechen auch einfach sehr streng. Und der wurde gefunden. Völlig unrelated. 9-Jähriger rast mit Quad durch Wohnstraße. Ich mit 9 so. Hoffentlich ist ein Glurak in meinem Booster-Pack. 9-Jährige in Siegen mittlerweile. Aber jetzt mal ehrlich, Rasen, ey, es war nur 40 km/h. Und er hat doch selber gesagt, er ist 18. Wo ist das Problem? Ach, er war wirklich 9. Oh. Aber manchmal sind es ja gar nicht die Schlagzeilen, die das Problem sind, sondern die Schlagzeilen in Verbindung mit dem ganzen Rest. Bahnbrechende Neuigkeiten. Ausgrabungsteam buddelt 3000 Jahre alte Frau aus. So alt sieht die noch gar nicht aus, aber guck mal, wie die sich freut. Oder hier, gewalttätiges Duo auf Video erwischt. Ich wusste schon immer, dass Winnie Pooh und der Yeti irgendwas im Schilde führen. Jagd nach Großbritanniens grausamsten Verbrecher. Das ist doch die Queen. Ehemaligen Kolonien gefällt das. Glücklicher Unfall. Mann in Henderson County erschossen. Und sowas hört ja nicht auf. Wir haben ununterbrochen gefilmt. George! So rettet man doch keine Welpen, Alter. Hast du bei Leroy einen Aufnahmetermin oder was ist los? Oder hier, mein absoluter Favorit. Mann stürzt in den Tod. Ah! Manchmal ist aber auch einfach nur der Designer schuld. Kack dich ein! Und das nehmen sich dann manche Leute zu Herzen. Flug verzögert. Passagier kackt mitten in Gang. Bitte was? Das steht so in der Zeitung. Genau so. Flüge haben ja aus den verschiedensten Gründen Verspätung. Flügel enteisen, zu viel Handgepäck, Vogelschlag. Aber bei der Geschichte ist wirklich alles zusammengebrochen. Der betroffene Flug hatte sowieso schon Verspätung, wurde dann auf ein kleineres Flugzeug mit zu wenig Plätzen umgebucht und in der Maschine ist dann aufgefallen, hat wirklich einer Scheiße geschickt. Und der gesamte Flug musste abgebrochen werden, weil das komplette Flugzeug eine Grundreinigung nötig hatte. Ich habe auch schon mal gekackt, aber Bro, muss ja nicht jedes Mal neu renovieren danach. Und ich bin auf eine weirde Art und Weise echt fasziniert davon, wie oft sowas vorkommt. Flugzeug muss wegen Durchfalldesaster umkehren. Oder mein Highlight. Schon wieder hat jemand dermaßen in ein Flugzeug geschissen, dass es umdrehen musste. Das ist eine Überschrift für einen Artikel. Flugzeuge sind ja vielleicht die statistisch sichersten Verkehrsmittel der Welt, aber wenn einer scheißen muss, dann sind es auch die schlechtesten. Bär bricht aus Käfig aus und läuft frei im Flugzeug herum. Was ist los mit Flugzeugen? Und der ist natürlich nicht in der Kabine rumgelaufen, sondern unten im Frachtraum, aber trotzdem irgendwie eine unangenehme Vorstellung. Weiß auch nicht, ob ich Kacke oder den freilaufenden Bären in meinem Flugzeug schlimmer finden würde, aber hey, zum Glück hatte der Bär keinen Durchfall und der Haufen hatte keine Krallen. Bär bricht ein Haus ein. Was er im Wohnzimmer tut, sorgt für heftige Lachtränen. Heftige Lachtränen. Das ist wichtig. Da wird mir ein Mühe zu viel versprochen. Heftiger Lachflash. Apropos heftig, McDonald's, heftige Preiserhöhung. So teuer wird dein Lieblingsessen jetzt. Okay, okay, krass, dass Mac es mein Lieblingsessen ist, war mir neu. Aber wie heftig ist diese Preiserhöhung denn jetzt? Ein Chickenburger kostet jetzt 2,29 €. Absolut unerhörte Steigerung. Als ich noch jung war, hat der Chickenburger nur 1 € gekostet. Wieder ein Preisschock? Das kostet der Glühwein auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt 2023. Keine Panik, liebe Nürnberger. Euer Preis bleibt stabil. 4 € für den Becher Glühplörre wie letztes Jahr. Tolle Überschrift, danke. Ganz anders aber als in Dortmund. Da gab es nämlich jetzt einen Teuerschock bei Glühwein. Da kostet die Tasse jetzt satte 50 Cent mehr. Von 3 € auf... Warte mal, das ist doch immer noch ein vollkommen normaler Preis für einen scheiß Glühwein. Ich komme aus Berlin, Alter, das ist nicht mehr das Pfand für den...
Becher. Aber mal was anderes. Raufende Rentner attackieren sich mit Gartenrechen. Oh, da hat aber der total talentsuchende Textschreiber von RTL in die Überschrift geschrieben. Und wie darf ich mir das denn bitte vorstellen? Der langsamste MMA-Kampf der Geschichte oder was? Einfach die Real-Life-Slow-Mo-Guys. Die haben sich über eine Tasche mit Pfandflaschen gestritten und dann sind sie aufeinander losgegangen. Das neue Street Fighter Lustadt hat auf jeden Fall eine spannende Lore. Und dann gibt es ja noch die Kategorie Tod und Verderben. Funktioniert bekanntlich immer gut. Student isst aufgewärmte Nudeln. Wie jeder Student. Und stirbt. That escalated quickly. Aber surprise! Wenn du deine Bolo-Spaghettis 5 Tage lang bei Zimmertemperatur in der Tupperdose vor sich hinschimmeln lässt und dann ist eine Lebensmittelvergiftung jetzt einfach nicht mehr so weit entfernt. Gibt aber noch mehr Plot-Twists in die Richtung. Mann hilft Entenfamilie über die Straße. Oh, dann wird er totgefahren. Oh mein Gott, das ist das Schlimmste, was ich jemals gelesen habe! Und davon gibt's so viele. Mann ergattert los bei Millionengewinn. Dann ist er tot. Vielleicht ist das einfach eine automatische Verdrängungsmethode, aber ich find's echt ein bisschen lustig, wie plump das einfach dahingeschrieben wird. Und je öfter ich das lese, desto dümmer wird es. Brite muss plötzlich öfter husten. Dann ist er tot. Tourist macht irre Alkohol-Challenge. Dann ist er tot. Tourist gönnt sich Sonnenbad am Strand. Plötzlich ist er tot. Das liest sich wie so ein Meme. Urlaub! Urlaub! Wisst ihr, was eine überschriftsträchtige Geschichte ist? Dieses Video. Ich würde draufklicken. Ist auch keine Müller-Milch-Werbung drin. Versprochen.